Guten Morgen, hier ist der Alois. Ja, und bei mir im Oberallgäu geht jetzt die Silageernte los. Ihr seht, da haben schon welche angefangen und das möchte ich euch jetzt ein bisschen zeigen. Der ideale Schnittzeitpunkt ist ja vor der Blüte. Da schaut's mal, das ist also hier blühen, ja, okay, hier blüht ein Fuchsschwanz, aber ansonsten Wiesenfuchsschwanz, aber ansonsten blüht hier nichts. Wir haben früher in der Landwirtschaftsschule immer gesagt, Bierflaschenhöhe ist der ideale Schnittzeitpunkt, weil dort ist die Verdaulichkeit und das Verhältnis von Energie zu Eiweiß da am besten. Das geht unheimlich schnell. Also den optimalen Schnittzeitpunkt zu erwischen, ist manchmal wirklich schwer, weil innerhalb von 2, 3 Tagen das Optimum überschritten wird, wenn eben das Wetter nicht mitmacht. Und Optimum überschritten heißt, der Rohfaseranteil legt halt immer weiter zu. Das ist dann für Heu ideal, aber für Silage nicht mehr. Also ich mit meinem Betrieb, wir verhalten uns noch ganz ruhig, weil wir machen ja alles Heu. Ich habe ja nur ein paar Schumpen und Pferde. Das heißt, das ist ganz bewusst bei uns. Wir brauchen mehr Rohfaser und etwas ältere Qualität. Schauen wir mal, wie es mit dem Wetter geht. Vielleicht sind wir in 1, 2 Wochen dann auch am Start.